Wir machen weiter mit unserem Programm. Das war jetzt das Beispielprogramm und möchten das gerne ein bisschen erweitern. Und zwar möchte ich gerne mitzählen, wie oft die Leuchtdiode geblinkt hat. Und da gibt es in der Programmiersprache C++, die wir hier verwenden, die Möglichkeit, eine Variable zu deklarieren und zu initialisieren. Wir nehmen den Variablentyp Integer, also Int. Und das ist bei dem Arduino Nano ein sehr kleiner Datentyp. Der belegt intern nur 16 Bit, also 2 Byte im Speicher und kann damit auch nur Zahlen, ganze Zahlen von minus 32.768 bis plus 32.767 darstellen. Das heißt, wenn die LED 37.767 mal geblinkt hat, dann ist das natürlich mit dem Zählen nicht mehr so einfach, aber das wären ja auch 32.000 Sekunden. Das ist eine ganze Weile. Jetzt braucht diese Variable einen guten Namen und ich nenne das jetzt mal Zähler. Und hier fällt auf, dass ich keine Umlaute verwendet habe. In den Programmiersprachen sind Umlaute nicht erlaubt, sondern nur die klassischen Buchstaben des Alphabets und Zahlen. Eine Variable darf auch nie mit einer Zahl beginnen, sondern muss immer mit einem Buchstaben beginnen. Also die Variable bekommt den Namen Zähler und ich weise gleich noch einen Startwert zu. Also ich deklariere sie nicht so nur, sondern ich initialisiere sie auch und der Startwert ist 0 und eine Anweisung in C++ wird mit dem Strichpunkt abgeschlossen. Das ist so die eine der Syntaxregeln zum Art Satzaufbau. Int Zähler ist gleich 0 Strichpunkt. Jetzt steht mir diese Variable zur Verfügung. Und ich kann in meinem Programm jetzt jedes Mal, wenn ich hier die Leuchtdiode ein- und ausschalte, Folgendes schreiben. Zähler ist gleich Zähler und ich mache jetzt mal bewusst einen Fehler. Plus 1. Also eigentlich wollte ich schreiben, Zähler ist gleich Zähler plus 1. Ich habe mich jetzt vertippt, denke aber, ich bin fertig. Drücke jetzt auf Hochladen, das heißt, es wird kompiliert und gebaut und dann merkt das Programm natürlich, dass ich hier einen Fehler gemacht habe und er sagt, Zähler ist nicht deklariert, also erkennt dieses Wort nicht, natürlich nicht, weil ich mich verschrieben habe, das kann ich korrigieren. Zähler ist gleich Zähler plus 1. Das, was mathematisch ein bisschen unsinnig aussieht, macht natürlich für die Programmiersprache Sinn. Das Ist-Gleichzeichen ist der Zuweisungsoperator. Und das bedeutet, die Variable Zähler im Speicher wird in die Arithmetik, in die Recheneinheit des Mikrocontrollers geladen. Es wird der Wert 1 dazu gezählt und dann wird das Ergebnis wieder im Speicher abgelegt. Das heißt, die Variable Zähler wird um 1 erhöht. Inkrement 1, manche kennen das vielleicht auch schon, diese verkürzte Schreibweise mit dem Plus-Plus. Das ist einfach nur ein bisschen kürzer, aber die Bedeutung ist exakt die gleiche. Jetzt überprüfe ich das nochmal und lade es hoch. Hat auch super funktioniert, allerdings, ich sehe ja nichts. Ich weiß jetzt zwar, er zählt jedes Mal, wenn jetzt die Leuchtdiode angeht, erhöht er den Zähler um 1, aber wie bekomme ich das mit? Und da gibt es eine ganz interessante Möglichkeit. Ich kann über diese serielle Schnittstelle Daten an den PC schicken und dort sichtbar machen. Dazu muss ich aber erstmal die serielle Schnittstelle einstellen, initialisieren. Dafür gibt es die Funktion serial.begin. Und was die jetzt wissen muss, ist die Geschwindigkeit, mit der übertragen wird. Und das ist standardmäßig 9600 Bit pro Sekunde. Damit ist die serielle Schnittstelle eingestellt. Und jetzt kann ich jedes Mal, wenn ich hier meinen Wert verändert habe, kann ich jetzt hier
etwas ausgeben. Und damit ich auch weiß, worum es geht, schicke ich erstmal einen Text, serial.print, einen sogenannten String. Das ist die String-Syntax, also alles, was zwischen diesen Anführungszeichen steht, wird quasi als Zeichenkette betrachtet. Diese Zeichenkette wird geschickt. Und jetzt schicke ich hinterher den Zahlenwert, serial.print. Nur wenn ich jetzt nur das Print verwende, dann schreibt er einfach alles hintereinander. Und das ist natürlich unübersichtlich, deswegen verwende ich hier println. Das ist eine alte Vorstellung oder alte Idee mit der neuen Zeile, und die stammt tatsächlich noch aus der Zeit der Schreibmaschinen, als man auf Schreibmaschinen geschrieben hat und dann das Blatt so einen Raster weitergedreht hat, damit man in der neuen Zeile wieder tippen konnte. Also nachdem jetzt diese Zähler-Variable geschrieben worden ist, springt er auf dem Bildschirm tatsächlich in die neue Zeile rein. So, ich überprüfe das Ganze und lade es hoch. Das sieht alles gut aus. Wie komme ich jetzt an diese Information dran? Das ist sehr einfach. Es gibt hier nämlich Werkzeuge, und da gibt es den seriellen Monitor. Den kann ich öffnen. Und dann sehe ich, wie er hier jetzt genau das ausgibt. Wichtig ist nochmal, die Kontrolle ist hier tatsächlich die gleiche Einstellung, 9600 und Serial Begin 9600. Passt das zusammen? Ja, das passt zusammen. Und dann sehe ich, er schreibt jedes Mal Zähler. Er schreibt jedes Mal Zähler, Doppelpunkt Leerzeichen, und dann beim nächsten die tatsächliche Variable mit dem Printline. Printline bedeutet, ich habe hier den Zeilenumbruch, jedes Mal danach geht es eine neue Zeile weiter, und jedes Mal, wenn er geblinkt hat, zählt er eins hoch. Also eine sehr schöne Möglichkeit, auch ein paar Informationen an den PC zu schicken, dass man also hier tatsächlich sieht, was passiert, oder mal eine Statusinformation bekommt und damit auch ein bisschen weiß, was im Programm passiert.